Behandlungsbedarf herrscht derzeit bei den Profireserven aus Augsburg und Nürnberg. Jeweils nur 4 Pünktchen konnten Tobias Strobel und Vincent Novak mit ihren Teams im April einspielen. Während diese Bilanz beim Clubnachwuchs ganz in Weiß angesichts von Tabellenplatz 4 durchaus zu verschmerzen ist, stehen die Fuggerstädter nur noch wegen der besseren Tordifferenz über dem ominösen Strich. Zumindest gibt die jüngste Vergangenheit aus den direkten Duellen gegen die Mittelfranken etwas Grund zum Optimismus. Die letzten 3 Vergleiche einer ansonsten exakt ausgeglichenen Bilanz gingen allesamt an den FCA. Und der erwischte in seinem vorletzten Heimspiel der Saison bei traumhaftem Fußballwetter einen absoluten Traumstart. Nach nicht einmal 3 Minuten schlägt der abgefälschte Schuss von Hans Rathgeber unhaltbar für FCN-Keeper Nikolai Kämmlein im langen Eck ein zum frühen 1:0. Umgekehrt natürlich denkbar ungünstiger Auftakt für die Gäste, die jedoch nahezu postwendend die richtige Antwort fanden. Nach schöner Direktkombination kommt der nach abgesessener Gelbsperre wieder in die Startelf zurückgekehrte Brian Kayo an den Ball und versenkt diesen in der 6. Minute herrlich im Winkel zum 1:1 Ausgleich. Aber das war's noch lange nicht in dieser wilden und fast unbeschreiblichen Anfangsphase. Noch immer sind keine 7 Minuten gespielt, als Hendrik Hofgärtner sein Team mit seinem 9. Saisontreffer zum 2. Mal in Führung bringt. 3 Tore nach sage und schreibe 7 Minuten. Was für ein sensationeller Auftakt in diese Partie, die auch in der Folge kaum an Fahrt verlor. Im Gegenteil. In der 16. Minute mogelt sich Mahmut Küçük-Şahin gleich an mehreren Gegenspielern vorbei. Nikola Komljenovic packt die Grätsche aus und lässt damit Schiedsrichter Thomas Ernstberger keine andere Wahl, als auf den Punkt zu zeigen. Der Elfmeter, ein Fall für Franjo Ivanovic, und der macht das mega entschlossen. Mit seinem 17. Saisontreffer stellt er in der 17. Minute auf 3:1. Danach beruhigte sich das Geschehen zumindest ein bisschen, wobei Nürnberg, das aus den letzten 3 Spielen ja nur einen Zähler sammeln konnte, wie hier in Person von Leonardo Bonic, durchaus auch immer wieder gefährlich war und spielerisch die etwas feinere Klinge schlug. So auch in der 28. Minute, da findet Can Yilmaz Uzun mit seinem schönen Pass Yun Sang Hong und der bleibt allein vor Marcel Lubick, ganz cool, das 2:3 Saisontreffer Nummer 7 für den Südkoreaner. Überhaupt gehörte die 2. Hälfte von Abschnitt 1 mehr den Gästen, die sich jedoch nicht mehr mit dem Ausgleich belohnen konnten. Nach 45 turbulenten Minuten hieß es also erstmal durchschnaufen für die leider nur 240 Zuschauer im Rosenau-Stadion. Doch direkt nach Wiederanpfiff ging es gleich wieder munter weiter. Gerade mal 10 Sekunden sind absolviert, als der auffällige Küçük-Şahin beinahe einen leichtfertigen Ballverlust mit dem 4:2 bestraft. Komljenovic kratzt das Ding gerade noch von der Linie. Insgesamt leistete sich der Club-Nachwuchs ähnlich wie beim jüngsten 1:1 gegen Illertissen defensiv teilweise haarsträubende Fehler im Spielaufbau und hatte bei diesem Schuss von Dorian Cevis Glücksgöttin Fortuna auf seiner Seite. 2 Zeigerumdrehungen später war es dann aber soweit. Nach einem weiten Ball bekommt Ivanovic zu viel Platz und versenkt das Ding dann trocken und platziert im langen Eck. Damit kassiert Nürnberg zum 3. Mal in Folge auswärts 4 Gegentreffer. Mit dem 4:2 war dann die Luft mehr oder weniger raus und das Unterhaltungsniveau der 2. Halbzeit war zwangsläufig nicht mehr ganz so hoch wie noch vor der Pause. Einzig dieses Abseitstor von Tim Sausen in der Nachspielzeit sorgte nochmal für etwas erhöhten Pulsschlag. Dennoch war es definitiv eines der Spiele, die keiner der Beteiligten so schnell vergessen wird. Ich denke, es war ein sehr, sehr interessantes Spiel für die Zuschauer mit 2 technisch sehr guten U-Mannschaften. Von meiner Mannschaft bin ich heute sehr überrascht gewesen, doch wie leichtfüßig sie gespielt haben, in welcher Situation wir drinstecken. Ich fand sie in jeder Phase des Spiels auch besser und deswegen ist in meinen Augen ein hochverdienter 4:2-Sieg. Der Gegner war sehr effektiv, direkt vom Anfang an. Die haben in 3. Minute das erste Tor gemacht. Wir schaffen Anschluss 6. Minute und direkt eine Minute später stehen wir wieder 2:1. Und dann in 17. Minute, also nach 17 Minuten, 3:1 hinten ist für die Mannschaft natürlich nicht einfach. 2. Halbzeit hatte ich das Gefühl, okay, es ist noch machbar, wir können noch was schaffen, noch was rausholen. Aber dann schießt der 55., glaube ich, war das, schießt der Gegner das 4. Tor. Und dann hat das erfahren runtergespielt, auch wenn das eine NRZ-Mannschaft ist. Die Mannschaft war robuster, hat erfahren gewirkt, auf jeden Fall erfahrener als wir. Nürnberg bleibt also auch aufgrund einer erneut schwachen Defensivleistung zum 4. Mal hintereinander sieglos und hofft nun auf Besserung im Wonnemonat Mai. Augsburg feiert dagegen 3 ganz wichtige Punkte und verschafft sich vor dem Endspurt wieder etwas Luft im Abstiegskampf.